Damit herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hof Neumann auf der Hof Bergmann zusammen mit, wie viele Leute sind wir heute eigentlich? Die Astra ist dabei, der Mike, der Michael, der Paul und ein abwesender Uwe noch, ne? Ja. Grüße. Hallo. 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 Irgendwie waren das zu wenige. Warte, wen habe ich vergessen? Toledo habe ich vergessen. Ja, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung, ja, siehst du? Mano. Ja, den kann man mal übersehen bei der Größe. Den kleinen, den habe ich... vergisst er ja immer, oder? Ja. Paul, steig mal ein, guck mal, ob du weiter auffüllen gerne. Kannst. Gerne, den vergesse ich gerne mal. Fülle mit, geht nicht ganz voll. Ach stimmt, ja, danke. Alles klar, hat sich erledigt. Bitte, gerne. Rechnung kommt. Sehr gern. Wo ist unser Kärcher? Der war doch auch hier auf der Seite, ja, ne? Ich glaube, die Tankstelle ist in der... Ah, da in der Ecke. Hm. Nee. Dr. Bebber ist leer. Falsche Einfahrt. Was machen wir jetzt? Rangieren. Die richtige Einfahrt suchen, was? Erste Palette habe ich schon leer gesorgt, hab noch zwei. Erste Palette hast du schon leer, Alter. Wie viel Dr. Pepper sollst du denn momentan? Eigentlich meistens, also so in zwei, der drei am Tag, am Tag, ne? Meistens immer halt, wenn ich dann von der Abend nach Hause komme und dann Essen mache, dann ja. Ja gut, tatsächlich, heute habe ich auch einen getrunken. Der macht mich immer so schön munter und ich war nach der Arbeit heute so richtig, boah, Brain fertig. Muss ich auch nochmal einen trinken, aber ansonsten gar nicht so viel bei mir. Aber ich kann das verstehen, Paul, die sind halt einfach, ist halt lecker. Ja, ist halt lecker. Weil ich sagen muss, ich trinke immer noch die normalen lieber als zum Beispiel die Sherry. Ich, also. ich hab auch nur die normalen hier. Ja. Über also. Hier Zero, Zucker und sowas brauchen wir jetzt gar nicht sprechen. Das kommt nicht in den Einkaufskorb. Ich hatte letztens mal Zero aus der Flasche getrunken. Und da hatte ich keinen wirklichen Unterschied gemerkt zu normalen Dr. Pepper. Okay. Und der letzte ist außer Dose. Da hat man doch schon deutlich einen Unterschied geschmeckt. Also ist ja quasi genauso wie bei Cola Zero. Das schmeckt man überhaupt nicht. Also dieser extra Süßstoff da, ne, ist überhaupt nichts. Ich trinke keinen Coke Zero, ich trinke, wenn dann nur normale Cola. Ja, ich auch nicht, aber ich hatte die nur noch zu Hause da und ja, muss halt weg. Uns auf der Arbeit immer so schön, meine Kollegen trinken tatsächlich ganz häufig diese Coke Zero. Und ich komme dann immer an und sage, ja, das sind auch die Leute, die immer Nutella ohne Butter essen. Die trinken auch Coke Zero. Hallo! Finden sie immer ganz, ganz super. Dich! Ja, genau, weil ich der Einzige bin bei uns im quasi Gespann, der Nutella mit Butter bekennender Esser ist. Vor allem die Einzige. Der Einzige, was? Die Einzige, hab ich die gesagt? Ach. Entschuldigung, ich bin, wie gesagt, müde. Und ich habe nicht beim Kind geschlafen. Es tut mir leid, das merkt man. Warum haben wir nur 849 Euro auf dem Konto? Weil irgendjemand sehr viel Geld ausgegeben hat. Für was denn eigentlich? Das weiß ich nicht, hier wurde eben Geld ausgegeben. Kalk? Das könnte sein, dass einer Kalk gekauft hat. Jetzt könnte nicht nur sein, das ist so. Läuft. Wir forschen nur so wenig Geld? Und für irgendwas haben wir Mietkosten wieder ausgegeben. Wer benutzt denn gerade welche Geräte? Die Spritze und die Gülle. Die Gülle, der Gülle-Container. Die Gülle kostet Geld. Der Gülle-Container, ja. Und der andere kostet ja Geld. Die 1500 Euro Mietkosten. Ja, der hat hier 2 Stunden runter. In 6 Monaten, Alter. Läuft. Ja, aber dann stelle ich den erstmal leer ab, weil ich kann den eh nicht voll machen. Nee, also das Pass ist ja unser, nur der Container. Ja, das Pass ist auch voll, aber der Container nicht. Okay, aber alles gut. So, warte, die 25 haben wir gesagt, da haben wir nochmal
das drauf gemacht, ne? Da ist, glaube ich, ja, da ist noch Gras drauf. Die haben wir gedüngt, weil sie im Wachstum ist. Die wollen wir noch einmal abmähen. Und beim nächsten wir Klee machen, ne? Genau, danach kommt Klee drauf. So der Plan, genau. Wir können noch mal gucken, falsches Menü, ab wann was gute Verkaufspreise hat. Wir sind ja jetzt im... Wir hatten die 19, hatten wir neu gekauft letztes Mal, ne? Die 25 schon mal gekauft. Die 25 haben wir gekauft, genau. Die 25, wo war die denn? Oben, da hast du gerade drüber geredet. Ach so, ja klar, ja. Ja, stimmt. Die 19 besitzen wir schon eine Zeit lang. Ja, stimmt. Und wir haben Feld 5 und 6 zu Feld 65 gemacht, weil es jetzt einfällt. Die 9 und die 19 müssten, genauso wie die 17, müssten gespritzt werden. Kann man morgen machen. Ja, denk bitte daran, wir haben ein angepasstes Wachstum. Es könnte tatsächlich sein, dass es dann morgen schon wieder erntereif ist. Ich glaube nicht. Ein Tag müsste es noch. Sag das bitte nicht so. Das ist, ne? Das geht echt rubbel die Katz. Spritzen wir gleich durch. Ich bin gerade noch beschäftigt. Dann ich spritzen. Mal mit der Walze spazieren. Also ich wollte das nur gesagt haben. Ich bin noch dabei auf. Oh shit, welches Feld war denn das? Auf der 18. Hier ist gerade Transporter durchgeschossen. In Lichtgeschwindigkeit. Jetzt in Warp 4, sagst du? Ja, und jetzt fährt er auf der Straße. Ich glaube, der ist da hingespawnt. Ich stand mir kurz mal am Traktor im Weg. Ja. Kann passieren. Ich stelle fest, ich sollte mal tanken. Gleich einer von euch Zeit, um mich kurz abzutanken, abzubunkern, oder soll ich selber? Kann ich machen, das ist kein Problem. Das ist eh immer drin, in dem Abfahrer. Ja, Theo ist gerade reingesprungen. Wer ist dieser Theo? Das weiß ich auch nicht, aber ich hoffe, er macht Back mehr im Bananenbrot, was? Dann kann ich das nicht sein, ich kann kein Bananenbrot. Ach, nach Rezept kriegst du das bestimmt hin. Gehst hier so einen Blätterteig kaufen, legst eine Banane rein, backst das mal. Nee, so geht kein Bananenbrot. Ist aber dann Brot mit Banane. Der Teig ist doch kein Brot. Nimmst halt irgendeinen anderen Teig, ist doch egal. Dann nimmst halt frisches Brot und steckst eine Banane rein, dann ist es noch Bananenbrot. Grundsätzlich würde das gehen. Das ist tatsächlich mega geil, wenn du so ein schönes Bananenbrot machst, Bananen reinmatscht in den Teig, so wie es sich gehört. Und das dann so formt, dass aber in der Mitte dann schön auch noch eine Banane drin liegt. Oh, göttlich. Dankeschön, Binär. Ich hab mal wieder Bock, ein schönes Bananenbrot zu essen. Dann back dir eins. Ja, gar nicht so einfach, weil dann will der Große davon auch was und der verträgt keine Bananen. Also ist das ein bisschen... Ja, genau, ein bisschen bäh. Muss ich aber auch mit Opa auslagern. Ja, du, oder es gibt sowas wie Zimtschnecken nach Art des Hauses, die er auch essen kann. Ist auch okay. Aber es ist doch kein Bananenbrot dann. Nee, das ist richtig, aber ist ein guter Ersatz, Micha. Du weißt doch, wie das okay ist. Wenn du nicht das kriegst, was du willst, aber einen guten Ersatz bekommst, ist das auch ganz angenehm. Na gut. Ich denke, das kann man so machen. Ah, Toledo, meine Sekunde, um dir die Antwort zu geben, dauert übrigens ein bisschen länger. Ja, alles gut. Die Frage ist platziert. Welchen Monat haben wir? Oktober. Yep. Ich guck mal durch, was man verkaufen könnte. Ja, aktuell noch gar nichts. Das nächste geht im... was war denn das? Dezember. Januar. Im Januar.
Beziehungsweise, was man sich angucken könnte, 5,26 kostet aktuell die Silage. Die würde auch noch steigen, aber vielleicht können wir die schon mal morgen langsam anfangen zu verkaufen. Ja. Damit wir nicht im Januar zu viel haben, weil im Januar haben wir ja schon Weizen, Gerste. Der Raps ist im Dezember dann auf dem Bestpreis. Januar noch die Sorghumhülse, da fährt man ja schon vier Touren. Ja, das getrocknete Getreide müssen auch im Januar loswerden. Ah, siehste, habe ich gerade noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Apropos, ja, der hat noch genug Methan. Apropos ist viel wichtiger. Warte, der Fermenter, der läuft. Läuft. Hat 30.000 Liter drin. Er verteilt in die Biogasanlage. Dürfte ja, das ja nicht, kommt durch Revamp, nicht aber das bleibt da drin, weil wir haben ja keine BGA. Genau. Nein, das kommt nicht durch Revamp, das kommt durch das Pavisten Hoses DLC. Haben wir das aktiv? Ja, haben wir, klar. Entschuldigung. Mhm. Wie? Ja, haben wir. Entschuldigung. Alzheimer. Und ja, das ja, in ja so jungen Jahren schon. Ja, ich sag's dir, aber das ist halt wie immer, ne? Alter spielt da jetzt nicht unbedingt mit rein. Das ist es ja leider. Aber apropos hier DLCs und sonst was, das ist gerade ein ganz guter Stichwort. Ganz gutes Stichwort gewesen. Wollen wir uns das Horsch mit draufnehmen, wenn es dann erscheint am 24.? Am 25. erscheint es? Ja, ich finde das Horsch-DLC tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, den Year-One-Season-Pass hätte ich gesagt, ja toll, Arschloch, hätte ich mir nicht kaufen müssen. Den Zweier hätte ich aber gesagt, mit den DLCs, die jetzt kommen, ja, hätte es sich gelohnt, weil die hätte ja, ich nur bis auf das Hay-Pack alle geholt. Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber wenn sie halt in Year One so extrem nicht performen, um es mal so freundlich zu formulieren, denkt man sich ja, ja gut, okay, jetzt haben sie so viele DLCs rausgebracht, keins davon spielst du, dann brauchst du auch das hier Year Two nicht. Aber ja, sie haben sich da ein bisschen eingegroovt, auf jeden Fall, muss man sagen. Ich habe es doch mal ein bisschen wie Community gehört. Man glaubt es kaum, aber... Ja, man weiß es nicht. Okay, also das Horsch nehmen wir dann mit drauf, sagt er. Können wir machen, ja. Ja, finde ich cool. Also viele, viele Geräte sind ja... noch für uns tatsächlich dann möglich quasi, ne? Also... Oh, er fährt dann hier mit Helfer. Und nur gefettfingert. Dann schon wieder Geld gekostet. Der dicken Finger. Aber Gott sei Dank nicht so viel. Ach, alles wird gut. Wird noch mal einer vorbeikommen? Hätte jemand Motivation? Ja, ja, ich komme. Ja, das ist super. Ich habe erst 90%, aber geht ja dann auch doch immer flott. Ich beeil mich. Alles gut, ich bleib am Ende stehen, weil dann brauche ich nicht umdrehen. Ah. Und ich vermute, du bist... ich vermute, du bist auch gleich Overload hier. Wahrscheinlich. Gewichtslimit erreicht. Aber ich bin gerade noch beschäftigt. Oh, da ging jetzt nicht mehr so viel rein. Ups. Gut, ich würde sagen, mit dieser bitteren Enttäuschung sind wir einfach fertig für heute. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.